Um diese Ungleichheit zu lösen, erstellen wir diese Zeichentabelle. Wir machen eine Zeile für die Variable x und dann noch eine Zeile für jeden einzelnen dieser drei Faktoren. Faktor minus 2, Faktor x minus 3 und Faktor x² minus x minus 2. Die letzte Zeile wird die Schlussfolgerung für dieses gesamte Produkt sein, das wir f von x nennen. Jetzt suchen wir die Nullstellen von jedem einzelnen Faktor. Ganz egal wie viel x ist, minus 2 ist niemals 0, minus 2 ist immer minus 2. Hier ist die Nullstelle 3 und bei diesem Trinom zweiten Grades suchen wir zwei Zahlen, deren Produkt minus 2 und deren Summe 1 ist. Das können nur minus 1 und 2 sein. Die drei Nullstellen sind hier also minus 1, 2 und 3, Zahlen, die wir von links nach rechts in aufsteigender Reihenfolge eintragen. Kommen wir zum ersten Faktor, minus 2. Wie gerade schon gesagt, minus 2 ist niemals 0. Minus 2 ist immer minus 2, ganz egal wie viel x ist. Also schreiben wir hier überall ein Minus. Wie man das Vorzeichen von einem Binom ersten Grades festlegt, ist genauestens erklärt in diesem Tutorial D4018 zum Binom ersten Grades. Man schaut zuerst, wo dieses Binom 0 ist. Hier ist es natürlich bei 3. Rechts von dieser 0 schreibt man das Vorzeichen der Vorzahl von x. Die Vorzahl von x ist 1. 1 ist streng positiv, also schreibt man rechts von der 0 ein Plus und links überall entgegengesetzt. Wie man das Vorzeichen für das Trinom zweiten Grades festlegt, ist genauestens erklärt in dem Tutorial D4027 Ungleichung zweiten Grades. Man bestimmt zuerst die Nullstellen, hier sind das minus 1 und 2. Außerhalb dieser Nullen schreibt man das Vorzeichen der Vorzahl von x². Diese Vorzahl ist 1, sie ist streng positiv. Also außerhalb der zwei Nullen schreiben wir ein Plus, so. Und dazwischen entgegengesetzt, also so. Jetzt kommen auch schon die Schlussfolgerungen. Wenn x minus 1 ist, dann ist diese Zahl streng negativ, die da auch und die da 0. Also haben wir neck mal 0, das heißt 0. Auch hier ist das Produkt 0 und bei der 3 ebenfalls. Jetzt schauen wir da. Wenn x streng kleiner ist als minus 1, dann ist dieser Faktor streng negativ, dieser auch und dieser ist streng positiv. Neck mal pos, das macht pos, also schreiben wir da ein Plus hin. In diesem Bereich, mal neck, das ist neck. In diesem Bereich, neck mal pos, das ist pos. Und hier, mal pos, das ist neck. Somit haben wir also die Zeichenzeile für dieses f von x, das heißt für dieses Produkt, bestimmen können. Gefragt wird, wann ist dieses Produkt streng positiv? Das ist da und da. Diese zwei Bereiche kennzeichnen wir mit grün und fahren jetzt diese zwei grünen Felder nach oben bis zur x-Zeile, also so. Und stellen fest, wenn x sich in diesem Bereich oder in diesem Bereich befindet, dann ist f von x streng positiv. Also lesen wir hier oben die Lösungsmenge ab. Der erste Bereich, das ist von minus unendlich bis minus 1, aber die Zahl minus 1 selbst ausgeschlossen. Sie ist ja nicht grün hinterlegt. Und dann wird dieses Intervall vereinigt mit diesem Intervall. Es geht von 2 bis 3, aber 2 sowie auch 3 ausgeschlossen, weil diese zwei Zahlen nicht grün hinterlegt sind. Eigentlich ist die Übung schon beendet. Wir können unsere Antwort überprüfen, indem wir den Graph dieser Funktion zeichnen lassen, ist gemacht. Wir erkennen hier deutlich die drei Nullstellen, minus 1, 2 und 3. Minus 1, 2 und 3. Und wir erkennen auch ganz deutlich, wenn x streng kleiner ist als minus 1, das heißt von minus unendlich bis da,
oder sich streng zwischen 2 und 3 befindet, dann ist das f von x streng positiv, denn alle Bilder in den zwei Bereichen sind nach oben gerichtet. Anderswo sind sie nach unten gerichtet. Und somit stimmt unsere Lösungsmenge.